Naja, Brüche multiplizieren ist wieder das Erweitern, habe ich hier schon drüber geschrieben. Wir gucken uns mal ein Beispiel an. Wenn ich sage, 25 Euro in 5 Teile teilen, dann kann ich das ja, guckt in den anderen Videos nach, 25 durch 5 auch wie ein Profi schreiben. Ich kann kürzen, aber 25 durch 5 kann jeder, muss 5 Euro rauskommen. Logisch. Jetzt gucken wir uns mal die andere Variante an. Oder ich schreibe 25 Fünftel, so wie hier. Und erweitere mit 1. Mit 1 kann ich jederzeit erweitern. Und dann ergibt sich, wenn ich 5 mal 1 nur 5 hinschreibe und das mal 1 oben noch so als Erweiterung lasse, ergibt sich plötzlich 25 Euro mal ein Fünftel. Ja, so kann man das auch schreiben. Ja. 25 Euro mal ein Fünftel. Jetzt gleich noch eine andere Sache. Ich kann den Bruchstrich, ich mache das mal in Rot. Ich kann den Bruchstrich also durchaus, weil ja hier eigentlich auch Eintel gestanden haben könnte, guckt in den anderen Videos nach, könnte ich den Bruchstrich auch gemeinsam unter die Malaufgabe zählen und das durch 5 das bleibt. Also ist das gar nicht so schlimm. Das ist im Prinzip wie eine Art Erweitern. Wir machen mal ein Beispiel und zwar Beispiel. Oma gibt 25 Euro. 25 Euro sind da. Und sie sagt zu dem einen der beiden Enkel, du bekommst 25 Euro und davon bekommst du, weil du nicht immer lieb warst, 2/5. Zu dem anderen, da sagt sie, und du, weil du lieber warst und mir immer geholfen hast, bekommst du 3/5. So, jetzt können die beiden anfangen zu rechnen. Jetzt machen wir das mal genauso wie hier. Also, kann ich doch Folgendes sagen. Ich ziehe den Bruchstrich, das mache ich mal in Grau. Hier ein bisschen weiter drunter, damit man das sieht. Das ist durchaus erlaubt. Spult nochmal zurück und sage, okay, was kommt denn hierbei raus? Und jetzt kommt ein Vorteil. Jetzt kann ich sagen, 25 mal 2 ist 50 durch 5 ist 10. Oder ich kann sagen, 25 durch 5 ist 5 mal 2 ist 10. Das kennt ihr, das habt ihr im Unterricht gehabt. Ich kann aber auch Folgendes machen, wie so ein Profi und sage, komm. Das kürzen wir durch 5, das kürzen wir durch 5. Was bleibt denn jetzt? Durch 1 kann ich mir hinterher sparen. Etwas durch 1 bleibt, wie es ist. Also kann ich sagen, 5 mal 2 ist 10 und mal Euro ist Euro. 10 Euro. Und hier das gleiche, gekürzt, gekürzt. 5 mal 3 ist 15, mal Euro ist 15 Euro. Das ist Multiplikation. Naja, jetzt könnte man ja noch sagen, man kann auch mit Kanonen nach Spatzen schießen. Naja, wir nehmen mal ein bisschen größeres Beispiel. Und ich schlage vor, ihr macht dann Folgendes. Wir machen jetzt ein Übungsvideo draus. Nebenbei, Leute, achtet immer auf die Links. Links, wer es noch nicht weiß, hier oben in der Ecke, wenn hier ein i drin steht, dann ist da ein Link oder später am Ende des Videos. Mache ich dann auch nochmal Links zu den einzelnen Themen. Also hier oben findet man immer wieder was. So, und jetzt habe ich einen Vorschlag. Wir machen also ein Übungsvideo gleich hinten dran. Und das sieht so aus. Ja. Guckt euch dieses Beispiel mal an. Und dann wird richtig geübt. Was ist denn, wenn ich sage, ich habe eine 2-Drittel-Pizza, ein Drittel fehlte mir bereits, weil das schon einer weggegessen hat. Und jetzt kommen 6 Leute und sagen, oh, können wir das nicht so schön aufteilen? Die ist ja so riesengroß. Was heißt denn das? Letzten Endes, wenn ich nicht ganze 25 Euro oder sonst was da habe, sondern ich habe nur ein 2/3 da. Naja, dann ist das nichts weiter als 2/3 mal ein Sechstel. So wie 25 Euro mal 2/5 oder mal 3/5 oder vielleicht nur mal 1/5. Was heißt denn das? Das heißt doch letzten Endes, die 2/3 werden mal 1 genommen und durch 6 geteilt, ne? Ich könnte auch 2/6, 5/6 oder sonst was draus machen. Schauen wir uns mal an, was dabei herauskommt. Wenn ich das so schreibe wie vorhin, dann könnte ich doch hinschreiben, 2 mal 1 durch 3 mal 6. Ist dahin logisch? Ich könnte aber auch schreiben, 2 mal 1 ist 2, das lasse ich oben. Und unten schreibe ich statt 3 mal 6, 6 mal 3. Auch logisch? Und jetzt guckt mal, das darf ich auch so schreiben, wie einzeln, als 2/6 mal 1/3.
Und jetzt kann ich sagen, bevor ich hier große Aufgaben rechne, kann ich doch den Bruch kürzen. Durch 2 ist 1, durch 2 ist 3. Und jetzt heißt die Aufgabe, 1 mal 1 ist 1. Oben auf dem Zähler mal Zähler genommen, bleibt 1 und 3 mal 3 ist 9. Und jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. Ob wirklich 2 Drittel mal 1 Sechstel auch ein Neuntel ergibt. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. Und als es mal ein Ganzes war, wären es dann 7, 8, 9. Und wenn ich also nur ein Sechstel rausgeschnitten haben möchte von den 2 Dritteln, dann bleibt ein echtes Neuntel. Das ist ein Neuntel von einem ursprünglich Ganzen. Auch bloß noch 2 Drittel da lang. Also das funktioniert. Anders gesagt, ich kann die Aufgabe einzeln hinschreiben. Also die einzelnen Faktoren hinschreiben. Ich kann sie aber auch gleich zusammennehmen. Aber ich muss wirklich darauf achten, dass ich Zähler nehme. Und ich muss auch darauf achten, dass ich Nenner mal Nenner nehme. Ich darf auch vertauschen. Ich darf es dann wieder einzeln hinschreiben. Ich kann also so viel schreiben, wie ich will. Und daraus kann man jetzt Folgendes ableiten. Es ist sehr schön. Jetzt nehmen wir nochmal diese Aufgabe hier. Diese. 2 Drittel mal ein Sechstel. Dann kann ich doch sagen, wenn ich das so zusammenschreiben darf oder unten oder oben die Faktoren vertauschen darf, dann darf ich doch auch sagen, ich mache mir die Arbeit leichter und kürze. Und zwar ohne dass ich es umschreibe, gleich über Kreuz. Ich weiß ja, ich könnte es umschreiben, mache ich aber nicht. Ich sage die 2 und die 6. Es geht von oben nach unten, schräg, aber nie auf einer Ebene. Also ich darf nicht hier unten hin und her kürzen, das geht nicht. So, dann darf ich also sagen, durch 2 ist 1, durch 2 ist 3. Was bleibt jetzt? Einmal 1 ist 1 und 3 mal ist 9. Anderes Beispiel gefällig? Was nehmen wir denn? Beispiel 4 Fünftel mal 25 Sechzehntel. 25 Sechzehntel. Wenn ich jetzt 5 mal 16 ausrechne und 4 mal 25, kann ich machen. Aber ich mache mir die Arbeit einfach. Ich sage, warte mal, oben und unten. Hier ist oben, hier ist unten. Auch wenn es schräg dazu ist. Ne? Wir wissen ja, wir können tauschen. Beide gehen durch 5. Durch 5 ist 1, durch 5 ist 5. Oh, die 4 und 16 gehen beide durch 4. Durch 4 ist 1, durch 4 ist 4. Was kommt raus? Einmal 5 ist 5, einmal 4 ist 4. So einfach ist Multiplikation. So, diese Beispiele, die vollzieht mal nach. Macht also eine Übung daraus und schreibt euch einzelne Aufgaben auf. Ihr wisst, dass ihr das alles nochmal umdrehen könnt. Vielleicht mache ich noch ein extra Übungsvideo dazu. Aber jetzt sage ich erstmal, das sollte zur Erklärung der Multiplikation mit Kürzerei, damit man es sich einfach machen kann, schon mal genügen. Bis später.